Additional Listening Activity 4 5 School is about to start, and Frank has a list of school supplies he needs to buy. You will hear a conversation between Frank and a sales clerk in a school supply store. The first time you hear the conversation, write the number of items he purchases next to each item on the chart below. Is there anything he forgets to buy? The second time you listen, write the price of each item. How much is Frank's total bill? Guten Tag. Guten Tag, Frank. Na, die Schule fängt bald an. Du kommst heute bestimmt wegen der Schulsachen, stimmt's? Ja, ich brauche einige neue Schulsachen. Kulis und Bleistifte zum Beispiel. Wie viele Bleistifte möchtest du denn? Ich möchte fünf Bleistifte. Die für 45 Cent. Gut, bitteschön. Und wie viele Kulis? Was kosten die Kulis? Wir haben Kulis für 2,50 Euro. Dann möchte ich zwei Kulis für 2,50 Euro. Gut. Das macht insgesamt 7,25 Euro. Was möchtest du außerdem? Ich möchte noch ein Wörterbuch. Wir haben Wörterbücher für 5,40 Euro. Möchtest du das? Ja, das nehme ich. Okay. Möchtest du noch etwas? Ja, was kostet ein Taschenrechner? Wir haben heute Taschenrechner für zwölf Euro. Gut, ich nehme einen Taschenrechner für zwölf Euro. Okay, möchtest du noch etwas? Nein, ich glaube, das ist jetzt alles. Was kostet alles zusammen? Alles zusammen kostet vierundzwanzig Euro Hier, bitte schön. Dankeschön. Wiedersehen! Auf Wiedersehen!